Ich hatte die Tage schon mal die Nachfrage bekommen bei E-Mail, wie die Ulticam da hinten jetzt eigentlich funktioniert. Hab mal gedacht, gut, das wird wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute interessieren, wie das funktioniert. Dann mache ich einen kurzen Vortrag drauf. Erstmal, was ist die Ulticam? Naja, eine Kamera. Hackerspace-tauglich, aus ihrem Gehäuse ausgepackt und wie sie es gehört, angeschaut, was da drauf ist. Mittlerweile eigene Logitech-Chips, das ist irgendeine Logitech 720p-Kamera, von daher ganz brauchbar. Und was sie macht, Bilder. Mit der Meile mit Wasserzeichen. Die Idee ursprünglich kam, ich glaube, von Felicitus, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, der gemeint hat, oh, wäre ja ganz schick, wenn man auf dem 3D-Drucker sieht, was er tut, beziehungsweise ob er was tut und was er tut. Er hat auch eine erste alte Webcam an eine Dockstar angeschlossen und darauf gestreamt. Das war ja so eine Sache, weil die Qualität von der Webcam nicht so gut war. Woraufhin Tabasco-Eye, der gerade hinten an seinem Laser rumfummelt, netterweise zwei Webcams gekauft hat. Eine, um in den Laser einzubauen, eine für den 3D-Drucker. Die hängt da jetzt dran. Musi hat auch noch ein Carambola-Board, das ist so ein kleines OpenWRT-Entwickler-Board gehabt, was einen USB-Anschluss hat und Netzwerk und WLAN und dafür eigentlich ganz gut geeignet ist. Daher ist es im Moment ein Board, wo halt die Software draufläuft, die das Ganze tut. Aktuell sieht der Aufbau so aus, dass wir die Kamera haben. Die Kamera hängt an dem Carambola-Board, tollen Server, und dann geht es halt raus ins Internet. Und dort steht nochmal ein Server, beziehungsweise eine virtuelle Maschine mit einem Reverse-Proxy drauf, der halt Anfragen aus dem Internet filtert, damit hier die Leitung nicht zu sehr belastet wird. Jedes Bild ist von der Größe her so, dass es um die 1,2 Sekunden braucht, bis es von hier aus ins Internet hochgeladen werden muss, wird. Und daher, wenn da regelmäßig die Anfragen reinkommen, mehrere pro Minute, wäre es schon ein bisschen blöd, weil dann die Leitung allein mit uns schon ausgelastet ist. Und die ist auch so schon ganz gut am Schwitzen. Auf dem Carambola-Board selbst ist einfach die Webcam an einen MJPEG-Streamer angeschlossen. Das ist ein Programm, was halt Motion JPEG ausgibt, entweder als Standbild, dann als JPEG-Bild oder als, naja, Motion JPEG-Stream, mit dem man, naja, eingeschränkt viel anfangen kann. Es gibt doch, naja, Firefox kann es abspielen und dabei eine komplette CPU aufessen. Chrome kann es abspielen und sich auch eine CPU gönnen. Man kann es auch mit dem VLC oder mit dem M-Player versuchen. Die Qualität ist zwar gut, allerdings, naja, die Performance so eine Sache. Mal klappt es nicht. Es ist dafür 720p. Dann läuft auf der Kiste halt ein Lighty, mit der in dem Fall auch als Reverse Proxy eingetragen ist, auf Port 80. Der leitet alle Anfragen, die mit der Action Stream reinkommen, auf Flash weiter, also einfach auf sich Root. Und Root macht da als dann intern ein Rewrite auf Action, ich glaube Still oder Picture, sowas in dem Dreh, und das Proxy da dann durch auf den Port 8080. Auf dem Port 8080, wo der MJPEG-Streamer läuft, kann man nur hier vom RZL intern zugreifen, also jeweils von der RZL-eigenen IPv4 und IPv6-Adress-Range. Von extern ist es halt in der Firewall auf dem Carambola-Board geblockt. Das Hochladen von einem einzelnen Bild dauert schon anderthalb Sekunden, und wenn dann halt plötzlich 20 Bilder eine Sekunde hoch wollen, kann man sich ausdenken, was damit passiert. Es wird nicht klappen, von daher haben wir dem gleichen Riegel vorgeschoben, damit nicht alle 5 Minuten irgendein Ping reinkommt, so, hä, die Leitung ist wieder ausgelastet und das Video ruckelt. Das ist doof. Im Internet steht ein kleiner Reverse-Proxy-Server von mir, der im Moment bei Netcup läuft. Die haben so eine Beta-Server-Phase, wo man kostenlos V-Server bekommen konnte, wenn man schnell genug war und mal gesagt hat, was man damit Tolles tun will. Ich habe gesagt, naja, Reverse-Proxy-Experimente irgendwann vor einem halben Jahr und Load-Balancer, und da habe ich das einfach mal mit draufgeworfen. Ist in dem Fall ein Varnish-Cache. Der wird in letzter Zeit relativ häufig verwendet. Florian Holzhauer verwendet den beim Loblog unter anderem als Caching-Proxy und ist damit relativ zufrieden. Ich habe mir mal angeschaut, ist einfach aufzusetzen, tut, was er kann und braucht nicht allzu viel Ressourcen im Gegensatz zu anderen. Da ist einfach eingestellt, dass er eine TTL von 60 Sekunden hat für das Objekt vom Bild hier und dementsprechend alle 60 Sekunden das Bild bei einer Anfrage neu lädt. Und der wiederum geht allerdings dann erstmal auf einen Lighty mittlerweile, der auch lokal auf dem Server läuft, auf dem V-Server bei mir. Der hat noch ein RZL-Wasserzeichen, dass das RZL-Logo reinmacht und unten links Datum, Uhrzeit und halt RZL-Ulticam einfügt, damit man halt weiß, was es ist vom Bild her. Einfach so ein bisschen Corporate Identity, wenn man will. Schaden kann es ja mal nicht. Ja. Interessante Sache, JPEG oder PNG ist immer so die Sache. Das Bild, was hier rauskommt, ist JPEG. Gedacht, gut, ja. Sobald allerdings Text im Spiel ist, kommt man auch gerne mal auf die Idee, PNG zu verwenden, weil es halt mit Text besser aussieht. Das ist ein kleiner Webcomic dafür im XKCD-Style, aber anscheinend nicht selbst von XKCD. Wo halt ganz gut darauf anspricht, dass einfach für rein Text und Comics ist JPEG lang nicht so gut geeignet wie PNG.
Man sieht es leider nicht so gut, wenn man sich es genauer anguckt, sieht man, dass halt um den rechten Teil vom Text doch sehr viele Artefakte drumherum sind im Bild selbst. Das kommt jetzt hier auf dem Beamer leider nicht ganz so gut rüber. Aber